Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tengshu Wrath of Heaven. Und genau, ich bin frisch aus dem Urlaub gekommen. Das heißt, ich habe seit einem Monat nicht mehr Tengshu gespielt. Und eieiei, das kann was werden. ja, wie gesagt, ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr genau, was wir machen müssen jetzt hier. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal in das Level direkt mal rein. Und ich habe noch einen Tipp bekommen, und zwar dieser Unsichtbarkeitszauber. Den sollte ich doch definitiv mitnehmen, weil da wird angeblich, ich glaube dir einfach mal, ein Gegner gekillt, einfach so. Und ja, genau, das wäre es eigentlich so zu diesem Thema. Ja, wie gesagt, tut mir leid, wenn jetzt auch eine Woche verspätet oder beziehungsweise eine halbe Woche verspätet jetzt die Parts hochkommen. Aber ja, ich habe halt Urlaub gehabt und ja, das war erstmal wichtiger und ich muss erstmal wieder, ja, mich hier wieder akklimatisieren in Deutschland und ja, genau. Bevor wir jetzt weiter rumlabern, würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Schon mal erstmal, wir waren ja hier bei Ayame unterwegs. Genau, wir waren hier bei Echigoya. So, wir sollen Konfrontationen vermeiden, okay. Okay, wir sollen Hamada killen. Alles klar. Im Schloss Goda. Okay. Oh. Ach, ich weiß, dieses Kacklevel ist das. Ja, okay. Wir haben hier die wir haben hier die Karte, ne? Das ist auch ein ganz anderer Startpunkt. Sehr interessant und ich schätze mal, dass der erste Gegner doch hier hinter dieser Tür sein könnte, ne? Oder? Ne, Moment mal. Ja, ich muss erst mal echt mal wieder reinkommen hier. Also, schon schwierig nach einem Monat Auszeit, aber ich hoffe... habe ich doch hier schon einen herlaufen sehen. So, wie aktiviere ich denn jetzt hier diesen... Ich will den mal ausprobieren. Mach dich unsichtbar? Perfekt! Ja, geil, okay. So, dann. Und zack! Jawoll! Okay. Jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert. Alles klar, sehr schön. So, wir sollen uns einfach hier die Leute killen, okay. Bei Rikimaru? Was war das denn hier? Hä? Okay. Nee, bei Rikimaru war das ja so. Da hinten ist er. So. Bei Rikimaru war das ja so. Wir hatten erstmal hier die Leibwächter von Fürst Goda. Den mussten wir erstmal ausweichen. So, ich schmeiß dem mal den Giftreis dahin. Warte, bis der den schluckt. Und ja, genau. An dieses Level erinnere ich mich nämlich noch. Aber der Typ hier, der will irgendwie nicht. Probier es nochmal. So, jetzt, oder? Jetzt geht er dahin und isst den, oder? Ja. So. Dann geh dahin, mein Freund. Und weg mit dir. Tschüss, weg mit dir. Ha, geil. Ich liebe Giftreis. Stimmt, ey. Ja, wie gesagt, ich habe einige Kommentare bekommen von dem 4 Incubus. Oder 4 Incubus, wie er heißt. Freut mich sehr, dass du dieses Let's Play geschaut hast. Sei auf jeden Fall mal gegrüßt an dieser Stelle. Hat mir auch einige wichtige Tipps gegeben, dass ich doch ein bisschen langsamer sein sollte. Ja, das merke ich. Das merke ich. Ich merke das immer wieder. Nehme es mir auch immer vor. Aber keine Ahnung. Dann passiert irgendwas und dann vergesse ich diesen Tipp. Aber ich werde es versuchen. Also, ja. Und den da hinten, den kill ich, glaube ich, mit einem Blasrohr. Das wird mir jetzt zu blöd, da die ganze Zeit hier auf den da zu warten. Und yes, weg mit dir. Zack. So, okay. Das ist alles noch ein bisschen verkrampft, was ich hier mache. Das ist echt, das liegt an dem langen Urlaub, den ich hatte. So, aber ja, muss auch mal ab und zu mal sein, ne? Und ja, jetzt wollte ich mal überlegen. Moment, da hinten sehe ich einen Typen. So, dann schauen wir mal. Hangel ich an die Wand und beobachten wir den mal. Okay, was macht der da?
Ah, jetzt hätte ich hinrennen können, ne? Moment mal, kann man hier nicht... Ah, ne, Moment. Ne, 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 stopp. Mache ich das anders. So. Könnte jetzt voll fokussiert zum Gift... wo ist der Giftreis? Scheiße. Hä? Ah, egal. So, egal, komm. Dann lauf da hin. Oh mein Gott. Und zack, jawohl. Boah, geil. Oh, das war heftig. Jawohl, und renn direkt weg. Ah, was? Nein, nein, nein. Oh Gott. Ah, da hab ich einen entdeckt. Fuck. Den hab ich nicht. Ah! Der ist da. Hä? Zwei? Okay. Zwei Gegner. Okay. Zwei Gegner. Weiß nicht, wo die herkamen. Da habe ich gerade irgendwie ein bisschen die Orientierung verloren. Da hinten ist der. So. Ah, er hat die Leiche entdeckt. Okay. Kann er gerne machen. Ist mir egal. Ja. Wenn er sich jetzt beruhigt, kriegt er ein Blasrohr in die Fresse. So. Nein! Oh Gott. Nicht getroffen. Ich Idiot. Ah, das ist, weil der ein bisschen hinter der Wand ist. Ja. Oh Gott, wie mache ich das denn? Moment mal, ich kann mich an eine... Ich kann mich an eine Combo hier erinnern, beziehungsweise an eine Fähigkeit. Hier, wenn man jetzt dann... Nee, hä? Okay. Ah, ich glaube, die lernt man hier, die Fähigkeit. Man kann nämlich irgendwie an der Decke kriechen. Ah, der kommt da. Okay. So. So. Jetzt kriegst du aber den Giftpfeil in die Fresse. So. Ja, ich benutze sehr viel das Blasrohr. Das liegt einfach daran, weil ich das Item sehr mag und weil ich halt noch ein bisschen... Was? Moment, ich habe gerade ein bisschen Schiss hier. Weil ich halt noch ein bisschen reinfinden muss in das Spiel. Und deswegen, ja. Der ist über mir. Okay. Also irgendwer... Ist hier gerade die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Wo ist denn dieser andere Gegner da? Sekunde mal. Ist der... Nee. Wo ist der? So, boah, ist das... Ist das krass? Ah! Ah! Was ist das denn für eine? Okay. Was ist das denn für eine? Die kenne ich ja gar nicht. Oder ist das eine Unschuldige? Ne, die hat mich eben entdeckt. Die hat auch Waffen. Also wird das wohl ein Gegner. Hä? Was ist das für eine? Naja, egal. Ich muss lernen, mal ein bisschen schneller zu spielen. Aber ja, nee, eher nicht. Also eher bei Teng Shu eher langsam spielen. Das habe ich ja auch in den Kommentaren gelesen. Und ja... Muss ich erstmal gucken. Der ist auch oben. Okay. So, dann war das ja... Dann war das ja hier irgendwo rein, ne? Ich erinnere mich noch daran. Genau, hier ging es ja rein. Aber Moment mal, ich gucke nochmal auf die Karte kurz. Weil vielleicht habe ich hier noch einen übersehen. Ich will doch alle Gegner killen. Was ist denn hier los? Was wäre das denn, wenn ich nicht alle Gegner killen würde? So, ist da oben irgendwas? Nee. Okay. Und ja, wie gesagt, ich freue mich mal wieder hier drauf. Also Teng Shu ist doch... Das macht mir sehr viel Spaß. Und ja, da ist eine Granate. Geil. Okay. Und? Da kommt direkt einer auf mich zu irgendwo. Der ist nicht oben, sondern der ist hier hinter. Komme ich aber so nicht hin. Oder doch? Oder doch? Was ist hier? Was ist hier? Hallo. Ich will hier raus. Ich will nochmal zurück. Ja, sehr gut. Nee, da will ich noch nicht hin. Ich will nochmal komplett zurück. Ah, die Mucke ist auch so geil hier. Ja, in meinem Urlaub war ich halt auch in Asien, ne? Und das hat mich echt alles ein bisschen an Teng Shu erinnert. Ja. Auf diese Atmosphäre da und so. Und ja, ist schon cool gewesen. Kann man hier hoch? Nein, kann man nicht. Ich bin jetzt sowieso am Anfang. Aber hier... Nee, hä? Moment mal. Hier kann man doch irgendwo rein. Nö. Okay. Dann gehe ich da jetzt hin, da wo ich hin muss.
sei denn, hier ist noch irgendwas. Ja, eine Rauchbombe. Sehr geil, okay. Ah, Moment mal, hier ist auch noch einer. Hier hinter. Hä? Nee. Dann in die Richtung, oder was? In die Richtung ist der. Dahinter, okay, aber da komme ich jetzt nicht hin. So, dann gib. Was? Wer hab ich denn hier entdeckt? Hä? Was war das denn? Hallo? Wer hab ich hier entdeckt? Fast. Hä? Moment mal. Wer hab ich denn hier gesehen? Das ist mir jetzt ein bisschen zu hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Hä? Wer hat mich da entdeckt fast? Aber das habt ihr doch auch gesehen, oder? Er war doch eben... Dieses gelbe Ausrufezeichen, was doch sagt, dass hier... Ah! Schaut mal da, da ist doch noch einer. So, okay. Jetzt reden wir mal weiter hier. Oh Gott, der kommt hier hin, oder was? Okay. Ja, dann geh lieber runter. Oder hier, oder keine Ahnung. Wenn er jetzt abhaut, geh ich hin und kill ihn hoffentlich. Ja, sehr schön. So. Okay. Das läuft doch bis jetzt sehr gut, ey. Ich wurde erst einmal entdeckt. Und habe keine Ahnung, wie viele Leute getötet. Als bin ich am Anfang. Immer mal reingucken hier, weil hier sind ja auch Items versteckt. Ja? So, gehen wir da raus. Ah, ne, hier ist nichts, okay. Nö, dann... Ja. Genau, jetzt bin ich am Anfang von Rikimaru. Ah! Ah, der ist wieder hier hinter, okay. So, aber dafür ist hier nichts. Und ja... Wie gesagt, wo war das denn jetzt da, wo ich da weiter konnte? Ah, ich muss nochmal kurz überlegen. Ah, hier zurück. Ach, hier diese geile treibende Mucke, die ist geil, ey. So. Das war ja hier vorne. Und hier links war doch... Nee, hä? Hier rechts ist auch noch einer hinter. Ah, ich glaube... War das nicht hier? Oder war ich hier schon? Hier war ich schon, okay. Nö, dann ist egal, dann gehe ich mal wieder raus. Und ich hoffe auch mit dem Sound und so, dass ihr mich alle hören könnt und so. Weil nach dem Urlaub ist halt alles wieder umgestellt gewesen, sagen wir es mal so. Und, ja, das ist... Wo ist denn der? Hier ist doch ein... Ah, ich kann es mir denken, okay. Alles klar, dann gehen wir hier wieder rein. Dann war das doch... Ne, Moment, wo war das? Noch mal einmal suchen kurz. Ah, hier rein, genau. Hier rein. So. Ja. Ein Moment. Ich mach mal ganz kurz einen Aufnahmecheck und guck mal, ob der aufnimmt. Ja, perfekt. Der nimmt auf. Alles klar. Jetzt habt ihr wieder meinen Loilo gesehen. Aber ich will halt sicher... Moment mal. 93... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich traue mich gerade nicht raus. Kann ich Giftreis schmeißen? Nee, das geht nicht, leider. Schade, ey. Jetzt muss ich mich echt hier sneaken. Oh Gott. Oh! Wie soll ich das denn machen? Oh Gott. Alter Schwede. Oh! Yes! Boah, das war knapp. Die habe ich fast gesehen. So. Und die Zeichen, die haben wir auch. Ja, fast voll. Das ist der Heiltrank. Oh. So, dann ist hier hinter wahrscheinlich einer irgendwo. Da! Da ist er doch. So. Oh mein Gott! Er hat die Leiche entdeckt! Fuck, er hat mich entdeckt! Oh nein! Ah! Ärgerlich. Ärgerlich, ey. Ah! Das war blöd. Ah, mach das zu. Oder keine Ahnung. Ja, mach das zu. Der will nämlich wieder hier hin. Und direkt weg mit dir, Penner, ey. So. Was hast du dafür, wenn du mich entdeckst, ey? Ach, Mann. Egal, komm. Wir müssen einfach weiter nach vorne schauen. Aber ich meine, bis jetzt ist das ja nicht schlimm, ne? Mit dem zweimal entdeckt worden. Oh. Was war das denn für eine Mega-Rolle?
Naja, natürlich ist es besser, gar nicht entdeckt zu werden, aber das ist in diesem Spiel echt schwer. Also, wer das schafft, Respekt. So, wo ist er denn? Ich stoß doch mal meinen Giftreis. Oder er kommt auch so. Er kommt auch so. Da! Oder sie, genau. Das ist eine Frau hier. Schöne asiatische Frau. So, zack, weg mit dir. So. Boah. Die Kills sehen geil aus. So. Ja, vorsichtig bewegen. Ich merke das schon. So. Dann haben wir hier. Ah, Moment. Ist der hier irgendwo? Moment mal. Moment mal. Der ist doch. Ist er hier oben? Nee, der ist hier drunter. Ich verstehe. Okay, dann. Schaue ich mal hier runter. Ich möchte einfach mal einen Giftreis nach unten. Mal gucken. Ah, toll. Das war jetzt nicht so gut. Aber. Moment mal. Ist der da überhaupt? Nee, der ist hier gar nicht. Oh Mann. Okay. Da muss ich jetzt erstmal überlegen, wo der ist. Oh, mein Handy vibriert wieder. Das mache ich aber gleich alles. So. Nee, nicht da. Ah, der ist dahinter. Okay, ich verstehe. Nee, dann hier rechts rum. Oh, das war so dumm. Ich bin so übertrieben schnell rausgelaufen. Fuck. Ah. Hä? Wo kommt der denn her? Wie kommt der hier rein? So, jetzt aber. Sperr den da ein, Alter. Boah, das war so übertrieben dumm. Es tut mir leid. Das war so übertrieben dumm. Ich bin einfach rausgerannt, ich Idiot. So, jetzt kommt er hier hin, oder was? Lass mich raten. Nee, okay. Ach, der steht da. Alles klar, dann mache ich mal die andere Tür. Nämlich die andere Tür. So. Ja, da muss ich jetzt erst mal abwarten, ne? Bis der sich da beruhigt oder so. Oder ja, keine Ahnung. Och Gott, was ist das denn jetzt hier? Ah, den muss ich ja irgendwie kriegen. Boah, was macht der? Ja, jetzt geht der halt eine verkrüppelte... Ah, oh, nee. Ja, dann kill ihn so, dann ist jetzt egal, komm. Ja. Dann kill ihn so, komm, ist jetzt egal. Ah, shit. Ja, komm. Scheiße, egal, komm. Ich glaube, das reicht immer noch. Für Großmeister. Oh, dieser Typ, der war echt... Oh, noch einer! Oder was? Puh. Okay. Ja, ich merke schon. Ich werde schon wieder zu schnell. Aber das ist halt bei Ayame leichter gesagt als getan, weil die halt sich halt so flink bewegt, ne? Das ist... Okay, der ist links. Ich hab's links gehört. Okay.